Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute ein Spiel, ein Gesellschaftsspiel, das heißt Paku Paku, das pandastische Würfel- und Stapelspiel, ist von Ravensburger, geeignet für Kinder und Erwachsene von 8 bis 99, für 2 bis 8 Spieler, also kann man auch mit einer ziemlich großen Gruppe spielen und das Spiel dauert so 10 Minuten. Das Würfelspiel für Tellerakrobaten, man stapelt dann nämlich Tassen und Teller in wackelige Höhen. Wer kommt ins Schwitzen, wenn ihm seine Mitspieler flink die Würfel zuschieben? Und wer behält die ruhigsten Tatzen, Panda-Tatzen, in dem rasanten Würfelspaß für 2 bis 8 siegeshungrige Pandas? Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr cool. Diese Packung ist randvoll mit tollem 3D-Spielmaterial und pandastischem Spielspaß. Inhalt ist 24 Geschirrteile, ein Tisch und 40 Strafpunkte und 5 Holzwürfel. Ja, dann will ich das Ganze mal schnell auspacken. Ach, hier oben sehe ich noch, es ist ein Glücksspiel. Ein bisschen Strategie ist auch mit dabei, Kommunikation, auch auf jeden Fall 3 Punkte und auf jeden Fall richtig viel Action. Also ihr seht, 1 Punkt für Strategie, 4 Punkte für Glück, 3 für Kommunikation und 5 für Action. Also es ist ein richtiges Actionspiel. Wir schauen uns das natürlich jetzt mal an. Alleine kann man es nicht spielen, also man braucht auf jeden Fall immer ein paar Mitspieler, mindestens einen anderen Mitspieler. So, da sind schon mal die 5 Würfel und da sehe ich einen Panda. 1. Das sind Teller und Tassen, die umfallen, glaube ich. Hier ist nochmal ein Panda. Eine 2, nochmal eine 1 und nochmal ein Panda. Also der Panda kommt zweimal vor. Das Rote gibt es einmal, dann gibt es die 1 zweimal und die 2 einmal. Wie ist es hier auf dem anderen Würfel? Ja, genau, das sieht genauso aus. Hier auch. Also alles die gleichen Würfel. Das sind die Teller und Tassen. Ach genau, es gibt Tassen, es gibt Schüsseln und es gibt Teller. Das Praktische ist natürlich auch, es ist ein relativ kleines Spiel, das kann man auch gut mitnehmen. Im Auto würde ich es jetzt, glaube ich, nicht spielen. Bei jeder Kurve fallen dann die Teller und Tassen um. Aber auf jeden Fall ein Spiel, was man auch gut mit in den Urlaub nehmen kann. Das scheinen die Strafpunkte zu sein. Die kann man hier noch aus der Pappe rausdrücken. Strafpunkte. Die drücke ich mal alle schnell hier raus. Oh, jetzt gibt es auch noch 5er Strafpunkte. Und, ach, das ist der Tisch, den kann man hier auch rausdrücken. Das Spiel wird jetzt folgendermaßen gespielt. Die Würfel werden verteilt, je nachdem zu wie viel Personen man ist. Bekommt zum Beispiel, wenn man zu zweit ist, bekommt einer 3 Würfel und einer 2. Wenn man zu dritt ist, bekommen 2 Leute jeweils 2 Würfel, einer bekommt einen Würfel. Man teilt das Ganze ein. Also das ist eigentlich erstmal egal. Hauptsache, die sind gut verteilt in der Runde. Und dann geht's los. Man würfelt mit dem Würfel oder den Würfeln, die man vor sich hat. Und ich habe zum Beispiel hier 2 mal eine 1. Da passiert erstmal nichts. Und ich würfel weiter. Oh, jetzt habe ich dieses hier gewürfelt. Das umfallende Geschirr. Und das bedeutet, ich muss ein Teil hier in die Mitte auf den Tisch stellen. Dann würfel ich wieder weiter. Und jetzt habe ich so einen Panda. Und das bedeutet, ich gebe meinen Würfel weiter an die Person, die neben mir sitzt. Und würfel dann nur noch mit diesem Würfel hier weiter. Und wenn ich den Panda habe, gebe ich den auch weiter. So muss man immer die Würfel weitergeben. Und
wenn es irgendwann passiert, dass einer 4 Würfel hat, beziehungsweise das variiert so ein bisschen, je nachdem, mit wie vielen Personen man spielt, sobald ein Spieler mindestens 5 Würfel bei 2 bis 3 Spielern hat oder 4 Würfel bei 4 bis 5 Spielern, also wenn 4 bis 5 Leute mitmachen, dann ist schon 4 Würfel ganz schlimm. Und wenn 6 bis 8 Spieler mitmachen, dann ist es schon schlimm, wenn man 3 Würfel vor sich hat. Also man muss immer versuchen, die Würfel weiterzugeben. Und natürlich immer die Aktion durchführen, also stapeln oder dann weitergeben und sonst immer weiter würfeln. Ja, und wenn dann jetzt jemand hier 4 Würfel vor sich hat oder 5, dann ist das Spiel erstmal kurz unterbrochen. Da ruft man erstmal Paku, Stopp. Und dann muss man mit diesen 5 Würfeln, derjenige, der die 5 Würfel vor sich hat, einmal würfeln. Und dann, das sieht nicht so gut aus bei mir. Jetzt addieren sich die Punkte hier auf. Also 2 plus 2 ist 4, plus 1 ist 5, plus 1 ist 6. Jetzt hätte ich 6 Strafpunkte. Und dann geht das Spiel wieder weiter. Also man verteilt wieder die Würfel und es geht weiter. Das Gleiche, also auch Paku, Stopp ruft man, wenn hier dieser Turm in der Mitte umgefallen ist. Dann heißt es Paku, Stopp und dann muss derjenige, bei dem der Turm umgefallen ist, mit den beiden oder 3 oder einem Würfel, je nachdem, was er gerade vor sich liegen hat, würfeln. Zum Beispiel hätte der jetzt gerade einen Würfel vor sich, wenn er die anderen schon weitergegeben hat. Würfelt einen Panda, das bedeutet keine Punkte, keine Strafpunkte und das Spiel geht weiter. Ja, so geht es eigentlich immer weiter, bis einer 10 Strafpunkte gesammelt hat. Derjenige hat dann verloren. Ist Gleichstand, dann wird nochmal so ein kleines Stechen hier gemacht. Man stapelt immer abwechselnd ein Geschirrteil hier drauf. Bei wem das Ganze dann umfällt, derjenige hat dann verloren. Es stand noch mit dabei für die ganz mutigen Pandas, sollte man immer unterschiedliche Teile aufeinander stapeln. Also auf eine Schüssel oder einen Becher kommt ein Teller, dann kommt darauf wieder eine Schüssel und es kommt niemals eine Schüssel auf eine Schüssel, weil die einfach besser aufeinander liegen. Also da muss man dann immer variieren. Aber das kann man so spielen, wie man möchte. Ich finde, das klingt auf jeden Fall super spannend, das Spiel. Würde ich gerne mal spielen mit einer ganzen Truppe. Ich glaube, da kommt ganz schön Hektik auf. Stand ja dabei, ein richtiges Actionspiel und für jung und für alt geeignet. Also ich finde es super. Vielleicht habt ihr das schon mal gespielt. Man versetzt sich wirklich in die Rolle eines Pandas. Der Panda, der möglichst schnell immer den Würfel los wird. Das Ganze ist übrigens hier so noch beschrieben. Das kann ich euch gerne mal vorlesen in der Anleitung. Alljährlich treffen sich die dicksten Pandas Asiens, gestählt von jahrelangem knallharten Training, zu einem Wettbewerb auf Leben und Reisbällchen. Denn jeder weiß, es kann nur einen geben, dem kein Teller zu voll ist, dessen Bauch ebenso mächtig wie sein Wille ist und der gleichermaßen geschickt und gefräßig ist. Also es ist ein Wettkampf zwischen dicken Pandas und der Panda, der eben am wenigsten Strafpunkte bekommt in seinem Wettbewerb. Der hat gewonnen. Ich find's cool, was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Sonst schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!